So, da sind wir wieder. Guten Morgen erstmal bei der neuen Folge von Little Big Workshop. Jetzt muss man kurz gucken, die letzte Aufnahme ist ein paar Tage her, wo wir hier Schluss gemacht haben. Ich sehe gerade, wir produzieren große Schränke mal wieder. Jetzt mal beschleunigen, warum auch immer. Geld haben wir ja genug. Kaffeeprobleme scheinen wir auch schon wieder zu haben. Und immer noch genug untätige Arbeitsplätze. Anscheinend immer noch nicht genug Mitarbeiter. Im Plus sind wir ja sehr gut, wie ich sehe. Guck hier bloß kurz mal die Kundenbeziehung durch. Den haben wir auf Best Freund. Den haben wir auf Max Level. Den auch inzwischen. Den haben wir immer noch nicht frei und bei dem waren wir bei, genau. Warum machen wir denn Schränke? Und warum haben die Pausenräume jetzt auch ein Komfort-Level? Oder was ist da los? Oder ist hier der Kaffeemangel? Sieht so aus. Ja, aber was soll ich denn hier noch machen? Ich kann hier doch gar nichts mehr. Ich glaube nicht, dass noch ein Kaffeeautomat hier wirklich was reißt. Ich meine, ich könnte hier noch einen reinquetschen. Nö, passt doch gar nicht mehr. Da ist die Tür. Ich kann hier nicht mal mehr einen reinquetschen. Welche neben noch? Mal gucken. Ja, aber mehr passt hier auch nicht mehr rein. Oder warum ist das da jetzt? Ist das jetzt ein... Nö. Ich habe keine Ahnung. Vor allem, was brutzelt hier? Oh, meine Techniker, meine Techniker, meine Techniker. Und lass dich doch mal anklicken. Hallo? Danke. Nein? So. Mann, Mann, Mann. Techniker nichts zu tun, oder was? Auf jeden Fall sind wir ja wohl am Schränke herstellen. 50 Stück, gut, das dürfte gut Geld geben. Aber so kommen wir ja nicht weiter. Skillpunkte haben wir wie viele? 2. Und hier müssen wir, glaube ich, hin, um den anderen freizuschalten. Also ich werde jetzt mal gucken, ob wir Roboters oder sowas bauen können. Nein, können wir nicht im Prinzip immer noch irgendwas. Willst du mich veralbern? Ja, hier. Moment. Was treiben denn meine Techniker? In der Nase popeln oder was machen die? Die ist auch fast kaputt. Warte mal, ich habe gerade gesehen, es war auch kein Roboterauftrag da. Ich muss hier erstmal gucken, was hier so lange dauert. Da vorne kleben sie. Warum arbeiten die nur an der Säge? Die hat nichts mehr. Die auch nicht. Ach, Säge ist jetzt fertig, oder was? Das war der Rest, wie es aussieht. Ja. Okay, dann gucke ich erst nochmal nach Aufträgen. Ne, wir haben robotermäßig nichts. Das ist... Oh, aber vielleicht jetzt. Telefon, Telefon, Telefon. Unsere Designabteilung, was hast du denn? Sag. Oh, den kann ich jetzt definitiv knicken, weil dafür brauche ich die Klebestationen und sind gerade voll im Einsatz. Jetzt nicht, Junge, jetzt nicht. Gut, dann probiere ich mal die Säge gehen. Moment nicht, das kriegen wir sowieso nicht hin. Hm. Am liebsten würde ich erstmal den da weg haben, weil die Montagebänke sind ja auch alle im Einsatz. Seht mal ein bisschen zu, Jungs. Die stellen hier auch alles voll. Ja. Da haben wir ja auch schon Regale drin. Die reichen anscheinend leider nicht aus. Hier sind schon Regale. Wo hier landen ja eh größtenteils Kleinteile. Da könnte man eigentlich nochmal Regale zubauen. Nein, die standen nicht bei Deko, sondern bei... Habe ich da große oder kleine Regale? Ich glaube kleine, ne? Ja. Stelle ich da nochmal welche zu? Hm? Den so rum, ja, und die Fläche lasse ich aber frei. Bestellen. Meh, meh. So, Montagebänke ist immer so eine Sache. Da kommen Kleinteile an, aber auch große Teile. Das sind zum Beispiel Kleinteile, manchmal hat man aber auch große Teile. Hier werde ich wohl ein, zwei Regale reinmachen. Aber halt nicht alles. So, passt daneben noch ein großes. Ich werde ein großes und ein kleines reinmachen. Ich daran. So. Das lasse ich dann jetzt aber frei für die großen Teile. Das Ganze werde ich jetzt ein Tickchen kleiner ziehen. Tut doch nicht so klein. So. Gut. Dann haben wir das hier. Hier, weil Regale müssen wir leider bauen. Die Problematik hatten wir schon zu Genüge. Hier kommen auch größtenteils Kleinteile. Da können auch Regale rein. Ich
glaube, das habe ich aber auch schon zigmal gesagt, meine Regalen kommen da doch nicht zu. Ja, hier ist ganz gut. Und dann noch eins gegenüber. Regale sollen ja zumindest, habe ich einen Tipp bekommen, besser sein. Kann ich mir nicht vorstellen, weil das manchmal große Teile sind, aber... Hier brutzelt schon wieder irgendwas. Moment, Alter. Gut. Na, die haben wir auch gleich fertig. Und hier werde ich auch nochmal zwei Regale reinstellen. Drei kleine. Aber nicht so, sondern so. Und dann nochmal eins gegenüber. Weil man hat ja auch mal Teile, die nicht in die Regale passen. Das meine ich mit großen Teilen. Das geht so nicht. So, komm, ein Schrank noch. Den kriegt ihr hin, oder? Ja, liefern. Oh Gott, der Preis ist doch so derbst in den Keller gefallen. Naja, dann sind wir die erstmal los. Neue Aufträge gibt es anscheinend auch, wie es aussieht. Komm, alle mal rein damit. Na ja, kommt doch trotzdem gut Geld. Ich mach mal langsamer. 249.000, ja, das nenne ich mal Geld. Okay, die kannst du... Ich wollte bei den Aufgaben gucken. Da ist natürlich nichts Neues zugekommen. Super. Das sind wieder die Roboters. Ah, es ist ja kurz vorm Auslaufen. Das bringt kaum Geld. Was auch nicht. Ach komm, das ist doch alles. Ja, was ist das denn? Küchenmixer. Gibt es hier noch irgendwas Brauchbares? Ah, ist der Preis auch leicht am Fallen, aber das bringt Geld. Werde ich mal probieren. Den Plan haben wir zwar, aber ob der noch hinhaut, ich mache ihn schlicht einfach neu. Zumindest passen die Materialien noch. Gucken wir mal auf die Säge. Da haben wir ja genug von. Darauf. Das sind Schmieden. Weil das hatten wir ja alles mal neu gemacht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, auf was ich was gelegt habe. So. Und ja, ich weiß, den Tipp habe ich auch bekommen. Wenn man die Steuerungstaste gedrückt hält, kann man hier gleich eins auf alle Maschinen legen. Oder besser gesagt, dann lege ich alle diese Punkte auf eine Maschine. Das will ich aber gar nicht. Wenn ich das mich verteile, läuft der Arbeitsfluss viel effizienter. Da stand noch auf eine. Und die habe ich mittlerweile mich zu zweit. Gut, dass ich den Plan nochmal neu gemacht habe. So, das war die Schweißstation. Und das ist die Montage. Die könnte man, das ist ja Endmontage, hier rauflegen auf die letzte. Na, drehe ich. Danke. So, lieferbar sind wie viele? 31? Ich mache mal 25. Dim, dim, dim. So, ich muss hier einmal kurz ums Mikro rumgrabbeln. Es steht etwas im Weg. So. Können Sie das schon mal machen? Aber das alleine reicht natürlich nicht aus. Ich suche mal noch einen zweiten Auftrag. Was haben wir denn hier noch? Mega. Nachfrage sinkt, Preis steigt. Okay. Muss man ja nicht allzu viele von machen. Die Materialien stimmen hier auch noch. Dann lege ich das aber auf andere Geräte. Die Beine hatte ich da belegt. Dann nehme ich hier. Und den hier. So können sie mich beide gleichzeitig machen. Da ist nochmal Smide. Da hatte ich die ja da oben belegt. Also nehme ich die beiden unteren. So, das ist Kleben, die haben wir gar nicht belegt. Das scheint doch ganz gut hinzuhauen. Kommt darauf. Da haben wir nochmal Kleben. Kommt auf die andere Seite. So, das dürfte die Walzmaschine sein. Die haben wir auch nicht in Benutzung. Die ist hier. Gut, was haben wir denn noch? Den da noch. Was sind die da? Wir sind auch nicht in Benutzung. Und dann die Montagebank, die... Warte mal, wir haben die da auf der anderen Seite in Benutzung, ne? Dann nehmen wir die hier jetzt. Nein, wir haben die hier in Benutzung. Dann nehmen wir die. So. Davon sind lieferbar 56, sinkt aber allerdings, dessen bleiben wir da mal auf 30. Gut, dann haben wir jetzt zwei Aufträge gleichzeitig, müsste aber hinhauen. Ob das Leute technisch hinhaut, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Lass mal schneller laufen.
sind ja auch schon ein paar Regale da. Ah, komm, da werden die Sachen geliefert. Wie immer ins falsche Lager. Kennen wir schon. Ah, da kommt die zweite Lieferung. Okay, das sind ja zum Glück keine Zeitaufträge. So. Das Schlimme ist jetzt, ich bin jetzt mitten in der Aufnahme und habe vergessen, mir einen Kaffee zu holen. Naja, gut, dann mache ich es nach der Aufnahme. Ich trinke aber sonst keinen Kaffee dabei. Was schmeißt du das denn hier auf den Boden? Okay. Kaffee scheint ja wieder hinzuhauen. 12 untätige Maschinen. Ich glaube, ich brauche mehr Mitarbeiter. Das hatten wir doch geskillt, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Ja. Stellen wir davon nochmal 3 Stück ein und nochmal 2 Transporteure. Rekrutieren. Haben wir zumindest nicht mehr ganz so viele untätige Maschinen. Ja, ist alles in Benutzung. Wunderbar. Ich steige doch das Plus. Nee, nee. Sind wir fertig oder was? Tatsächlich. Ah, jetzt haben wir natürlich wieder den... Ich weiß nicht, was ich mit dem Kämpfer noch machen soll. Mehr geht hier doch gar nicht. Vor allem das Problem ist auch, dass in dem Pausenraum genug vorhanden ist. Die rennen aber alle in den da. Das ist... Ah, weil hier die meiste Produktion ist, ne? Ich glaube, ich werde den vergrößern müssen. Aber dann ist wieder das Problem... Ah. Gut, das wird hergestellt... Haben sie auch eine Regale eingeliefert, ne? Ja, gut, hier, das meinte ich mit Großteile. Manche Sachen passen nicht in die Regale. Hier ist ein großes Regal und es passt trotzdem nicht rein. Ich werde mal kurz. Ich muss unbedingt den Kaffee rumfüttern. Leider einen sauren Apfel beißen müssen und das kaufen müssen. Tschüss, Gameboy. So. Und... den Pausenraum hier etwas erweitern. Ich habe da keine andere Wahl. Den bauen wir denn hier so ein bisschen... Genau. So hin. Das planieren und nehmen die Wand weg. So, das könnt ihr erstmal so bauen. Kann ich das hier ein bisschen erweitern. Das ist... Die kriegen es ja nicht auf die Reihe. Ich hätte hier noch eine Tür reinbauen können, aber naja, gut, was soll's. Kann man gleich auch noch. Hier wird repariert... Hier wird, da müssen noch Regale hin. Schmieden, die waren da. Ah, schön, das ist ein Regal. So soll das sein. Okay. Na, wo bleiben die Baulämmige? Da kommen sie. Da kommt die Bauarmee. Gut, dann beschleunige ich mal wieder ein bisschen. Zumindest bis sie den Raum gebaut haben. Dim, 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 dim. Oh, guck, da geht's schon los. Aber da ist vorher Schöpfen zusammengebrochen. Die Kaffeesucht ist wieder ausgebrochen. Ja, Leute, ich bin schon dabei. Ich bin schon dabei. Das ist echt. Dass sie aber auch alle in diesen Raum hier rennen müssen. Ja, und der nächste ist zusammengeklappt. Zum Glück sind es keine Zeitaufträge. Mann, Mann, Mann. Komm, Beeilung, 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 Beeilung. Danke. Obwohl, Tür braucht die eigentlich auch nicht unbedingt rein. Aber die Kaffeeautomaten. Das Radio. Bling, 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 bling. Kaffeeautomaten kommen erstmal hier hin. So. Gut. Und dann muss ich mal gucken. Das Radio kann man natürlich gleich woanders hin. Dieser Kaffeeautomat kommt da auch mit rüber. Wenn wir die nämlich alle nebeneinander. Okay. Stelle ich das Radio daneben gleich. Dann kriegen die hier gleich noch ein paar Tische rein. Pausenraum. Tische. Wo sind sie denn? Da. So, ne? Würde ich sagen, hier direkt an... Ja. Und noch ein Tisch neben. Die und ihre Kaffeesucht, ne? Die gehen ein mit der Alter. Das ist...
Gut, das ist halt ein Spiel, das ist auch süß und niedlich gemacht, aber das ist schon derbs übertrieben. Ich habe noch nie eine Firma gesehen, wo mehr Kaffee getrunken wird als gearbeitet. Bestellen, so. Das Radio geht denn dahin? Der kann erstmal da bleiben. Gut, notfalls kann man hier noch aus, aber vielleicht reicht das ja erstmal. Ich mach mal wieder schneller. Im Moment scheint der Kaffee fast wieder zu reichen. Geld haben wir noch genug, das ist schön zu sehen. Ja. Obwohl der Kaffee, ja, die Maschine ist schon wieder fast leer. Das reicht gerade ebenso. Ich frage mich, wie wir mit später, aber kann das ja bis 100 Mitarbeiter skillen, das mit dem Kaffee noch hinkriegen soll. Das reicht nicht. Das reicht definitiv nicht. Okay, Moment. Dann werde ich den Stückchen hier hinschieben. Das Radio erstmal da weiter rüber. Und da kommt dann noch ein Snackautomat neben. Komm, Beilung. Dum, 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 dum. Mit Umschalt und Klick kannst du mehrere gleiche Gegenstände. Ja, das will ich ja gar nicht. Und nimm nochmal das Radio da weg, Junge. Hallo. Bitte. Radio weg. Danke. Ja gut, bauen wir zwei. So, und bestellen. Ist ja schlimm mit der Kaffeesucht. Oh, die sind schon wieder alle leer. Das Schlimme ist, dass der kaum räumt. Ich wollte ja, dass sich das aufteilt. Kaum benutzt wird. Hier unten sammeln sich die Sachen zum Verkaufen und in den Regalen ist nichts, ne? Bäh. Die stellen alles so hin, das sei ja. Ich glaube, zum Verkauf bringen die Regale gar nichts. Aber gut, die haben es fast fertig. Ich mach mal wieder schneller. Na, wollen sie denn eigentlich aufbauen? Doch. Jetzt. So, jetzt ist hoffentlich das Kaffeeproblem erstmal behoben. Na, die Automaten sind zumindest schon mal wieder voller. Notfalls kann man noch ein bisschen erweitern, deswegen die Größe des Raums. Wie sieht das denn jetzt hiermit aus? Immer noch rot, ne? Keine Ahnung warum. Hat wahrscheinlich was mit der Größe zu tun oder so. Ansonsten weiß ich es nicht. So, komm, die letzten paar wird ja fertig. Ein Grammophon noch und drei Hoverboards. Das kriegt ihr ja wohin, oder? Jetzt kommt erstmal Teflon. Eine bekannte Möbeldesignerin. Details. Designerstuhl. Wieder so ein eiliger Auftrag. Nein. Danke. Wir wollen zu komplizierteren Aufträgen hin. So, die kann man schon mal verkaufen? Liefern. Oh, Preis ist ja noch weiter gestiegen. Gut, dass ich keine 31 gemacht habe. Nachfrage ist mich gesunken. So, das sind schon mal die Grammophone. Tschüss. Danke. Und die Hoverboards können wir jetzt auch verkaufen. Liefern. Also mit die schon mal los. Ja, das sind wir aber 237.000. Haben wir denn jetzt vielleicht mal Roboteraufträge oder sowas? Mäh. Okay. Da er ja nicht will, probiere ich mich mal wieder an Fahrrädern. Ist schon zigmal schief gegangen. Bringt auch kaum Geld, ehrlich gesagt. Aber was soll's. Vor allem, weil die für ein stinknormales Fahrrad zu überkompliziert sind. Okay, ich weiß gar nicht, ob der Plan noch stimmt. Materialien auf jeden Fall, ja. Zweimal die. Ich bin mir nicht sicher, ob der stimmt. Ich mache ihn einfach neu. Was setze ich auf die da? Das hier denn auf die oberste Schmiede? Nähmaschine.
Die ist. Maschine? Da. Dahin. Dann haben wir nochmal Plastik. Setze ich denn. Wollte ich das jetzt draufgesetzt? Die hatte ich es, ne? Dann setze ich es auf die da jetzt. Okay. Wir haben ja auch noch. Wir haben ja eh nochmal Plastik. Schmiede. Da hatte ich die hintere genommen, dann nehme ich jetzt die hier gegenüber. Und nochmal Smide. Kommt denn auf die hier? So, und hier wäre nochmal Schmiede. Das mache ich dann nochmal auf die da. Da. Plastik hätten wir die zwei. Da hätten wir den da noch. Ich muss mir unbedingt mal merken, welche Pläne stimmen und welche nicht. Das setze ich jetzt aber auf den. Da haben wir nur zwei. Die zwei sind noch angeklickt. Hier ist ja nochmal Plastik. Gut, das kommt dann wieder auf die. Ansonsten bleibt nur noch die Montage, ne? Jo. Gut, Montage Schritt 1. Kommt hier hin. Montage Schritt 2. Kommt dahin. Montage Schritt 3 kommt hier hin. Und Montage Schritt 4, oh, da ist auch noch einer, kommt denn auf diese Seite. So. Und dann wäre hier nochmal, und ich brauche unbedingt mehr Montagebänke. Setze ich denn nochmal darauf. So. Probieren wir das Ganze einfach mal. 15 Stück will er haben. Bisschen beschleunigen. Oh, wir müssen aber eigentlich hinhauen in der Zeit. Gucken. Ja, geht doch schon im grünen Bereich. Du hast gerade hohe Ausgaben und zu geringe Einnahmen. Solltest dich wohl besser nach profitableren Aufträgen umsehen. Jo, danke, verstanden. Ändert sich doch schon. Das war doch nur am Anfang, weil es geliefert wurde. Haut doch schon alles hin. Jo, guck mal, hier sind sie auch schon bei den ersten Montagen. Der Balken rast. Ja, Kaffeehaut hin, wunderbar. Hat ja lang genug gedauert. Wackelt das immer noch am Mitarbeiter? Das kann aber nicht sein. Aber allein, dass hier Teile aus Kunststoff gemacht sind. Ja, Rahmenteile aus Kunststoff. Ich weiß ja nicht. Das kann man als Kinderfahrer vielleicht durchgehen lassen. Aber von Erwachsenen? Ich weiß ja nicht. Ich meine, wenn jetzt ein durchtrainierter 120 Kilo Muskelmann sich da raussetzt, das biege ich doch sofort weg. Okay. Auf jeden Fall sitze ich schon dabei, die ersten Fahrräder zusammenzubauen. Das geht ja auch ruckizucki. Wirklich ruckizucki. Oh, 5 Fahrräder sind schon fertig. Hätten sie alle brav hin. Und Regale werde ich jetzt eiskalt. Das funktioniert so nicht, wie ich sie hingestellt habe. Das darüber und das andere kommt auch darüber. Okay. Das nächste Mal darüber. Jetzt haben sie das Fahrrad in den Weg gestellt. Rangliste sind wir anscheinend auch aufgestiegen. Ich mach mal langsamer. Ja, wir sind auf Platz 1. Platz 1. Eigenkapital, 404, gut, wir haben ein bisschen weniger als er, haben aber ein höheres Einkommen als er. Nice, nice, nice. Na, wie gefällt's dir mit deiner Erzfeind GmbH? Und das ist wieder aufgestiegener Mitarbeiter, oder? Jo. Gut, ich mache wieder schneller, damit wir ihn fertig kriegen. ACE fast. Nun komm, die letzten paar Fahrer der 2 noch. Eins noch. Oh Gott, und noch so viel Zeit. Locker Hängel kriegt. So muss das sein. Liefern. Na, das kriegen wir fix. Gut, gibt auch nicht allzu viel Geld, aber wir haben auch kaum Geld ausgegeben, also daher. Wunderbar. Na, nicht ganz, nicht ganz. Der ist zufrieden. Haben wir denn jetzt hier was Neues? Bäh. Das ist da wohl.
Na gut, wir müssen aber mehr dieser Aufträge machen, um mal ein bisschen Erfahrungspopel zu kriegen. Wir probieren es mal mit einem schicken Bürostuhl. Plan erstellen. Okay, der stimmt auch noch nicht, der Plan. Gucken wir mal, da oben müssen wir auf 9 Leichtigkeit kommen. Na, das wird sich aber hinkriegen, oder? 3, 1, 2, wir nehmen das. Wird hier eh geliefert. Und nehmen mal so einen schicken Grünstoff. Naja, schick ist was anderes, aber... Gut, das setzen wir auf die hinteren Nähmaschinen. Dann haben wir hier, das dürfte auch eine Nähmaschine sein. 2, 2. Ah, ich nehme mal den da. Und dazu denn... Aussehen müssen wir noch eine ganze Ecke hochkommen. Leichtigkeit ist hier eh nicht mit bei. Dann nehme ich mal den da. Das ist ja unsere Schaumstoff-Injektionsmaschine. Die. Dahin. Das kann man nicht auswählen. Das aber, ne? Gut, das ist nur die Farbe. Der Stuhl soll aber gerne einheitlich. Das wäre die zweite Nähstation. Die setzen wir denn hier vorne hin. Ich wollte gerade sagen Nähmaschine, aber ist es ja gar nicht. Hier wäre wieder Leichtigkeit mit bei, ne? Da fehlt uns noch ein Punkt. Das andere fehlt uns alles noch, also nehmen wir wahrscheinlich den hier oben. Und? Der hat mehr Stabilität, da müssen wir... Ja, ich nehme den. Um das Aussehen hochzukriegen, wieder den. Und das wäre nochmal die Schaumstoff-Injektionsmaschine. Also da wieder rauf. Und nochmal die Nähmaschine. Kommt er wieder hier hinten rauf. So, Montageschritt mache ich gleich. Das stimmt. So, das dürfte die Stabilität hauptsächlich hochbringen. Und da fehlt uns ja noch so einiges. Also bin ich schon gezwungen, den zu nehmen. Und natürlich 5 bis 7, 6 bis 8. Ich nehme den da. Mit natürlich dem besten Metall. Dann haben wir zumindest das schon mal hoch. Das ist die Schmiede. Die haben wir bei dem Auftrag ja noch gar nicht. Wo ist sie denn? Hier? Ja. Dann nehmen wir die. Das ist Montageschritt, das mache ich gleich. Genau wie das. Dann fehlt hier noch... 6, 3... das Beste wäre eigentlich echt das hier. Dann haben wir das da oben schon mal und unten muss ich gleich auch irgendwie das Aussehen hochkriegen. So. Das wäre noch einmal die Nähmaschine. Die wo steht? Hier hinten, da haben wir aber schon 2 drauf, also nehmen wir den da. So, muss das Aussehen noch ein bisschen höher. Da muss definitiv das Metall. Das reicht doch. Das ist die Walzmaschine und die Walzmaschine ist hier. Das ist, glaube ich, die, ich weiß gar nicht, wie die Maschine heißt, die Dinger hier. So, jetzt fehlen noch die Montageschritte. Und hier muss ich noch eine Farbe auswählen. Okay, nehmen wir grün. So. Montageschritt 1. Der kommt natürlich wieder hier hin. Also langsam kommt das doch bei uns. Dahin. Montageschritt 2 kommt daneben. Dahin. Diesmal haut das da sogar hin. Montageschritt 3 kommt dann auf den da. Montageschritt 4 kommt dann auf den hier vorne. Ja. Starten. Müsste eigentlich klappen. Schicker Bürostuhl. 5 Tage, 5 Stunden müssen wir aber eigentlich hinkriegen. Beschleunigen. Mitarbeiter wurde auch wieder befördert. Alles klar. Das mit dem Lager gefällt mir so echt nicht. Ich verstehe nicht, warum man das nicht nimmt, obwohl das direkt vor der Tür liegt. Werde ich nie verstehen. Ja, im grünen Bereich ist er doch bis jetzt. So, warte mal, bevor sie mir da alles wieder vorstellen, das Regal soll da noch rüber. So. Gut, das ist sehr gut im grünen Bereich. Noch, kann es sich ja noch ändern, kann aber auch noch größer werden.
muss man halt gucken, wenn es langsamer wird, ob es irgendwo dran hapert. Im Moment habe ich wohl mehr Mitarbeiter als gebraucht werden. Das meiste liegt eh auf den Nähstationen, das ist das Problem. Ah, der hat noch 14. Der hat noch 9. Oh gut, die sind aber recht fix dabei. Das hier wird schon anscheinend schon gar nicht mehr benutzt. Ah, ist das schön. Die sammeln die kleinen Teile in die Regale. So soll das sein. Ja, hier werden auch schon die ersten Zwischenschritte zusammengebaut. Aber ist er fertig? So gut wie. Und da? Gut, das ist die Endmontage. Aber da sind sie ja auch schon bei. Und hier? Ja, die haben es fast durch. Die ist auch fertig. Müssen nur noch zusammengebaut werden. Ich weiß nicht, warum die hier so schlechte Laune haben. Das ist, hat das was mit der Größe zu tun, oder? Kann man denn normale Deko in einen Aufmalsraum stellen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich schon. Ich hier so ein Videospielautomat zwischen. Seid ihr denn zufrieden? Keine Ahnung. Einfach mal ausprobieren. Man sieht ja leider die Deko-Wertung nicht beim Aufenthaltsraum. Oder? Nö. Zumindest ist er nicht mehr rot. Wahrscheinlich wollten sie einfach nur... Daddy! Kaffeesüchtig, Dattelsüchtig. Und der Auftrag ist so gut wie fertig. Das ging schneller als gedacht. Bling! So, ein Stuhl noch. Den kriegt ihr aber hin, oder? Wo wird denn der gemacht? Da liegt das? Also hier irgendwo. Da. Liefern. So, dann ist der auch glücklich mit seinen Qualitätsstühlen. Tschüssi. Wunderbar. Und wir haben auch ein Level abgekriegt. Und Telefon. Wie ich sehe, sind fast alle deine Bearbeiter unterbezahlt und unterqualifiziert. Hilf es dir bei deinem Minderwertigkeitskomplex, sich mit ihnen zu umgeben. Ach du kleine Lösche, meine Firma läuft besser als deine. Deine Drohungen können mir gar nichts. Naja, zumindest waren wir mal oben. Wo sind wir denn? Das verstehe ich sowieso nicht. Wie kann man innerhalb von einer Minute auf die nächste von 1 auf 9 runterrutschen? Die Rangliste ist Ratten auch noch. Okay, aber erstmal Skillpunkte gucken. Ich mache jetzt mich jetzt dehnen. So. Müssen wir nämlich den anderen hier eigentlich freigeschaltet haben, oder? Jo, da ist er. Ja, ich kümmere mich sofort um die Ratten. Hallo, möchtest du mit cooleren Produkten als Möbeln oder Alltagsgegenständen arbeiten? Mizzarella kann alles. Ist das eine Frau oder ein Typ? Ich glaube, eine Frau, ne? Kann alles, was mit Geschwindigkeit und Fahrzeug zu tun hat. Und wir denken, dass du das Zeug zum Lieferanten hast. Als Test brauchen wir mehrere Motoren für eines unserer Produkte. Kannst du das? Ah, kriegen wir hin. Warte mal. Plan erstellen. Oh gut, das scheint ja billig Produkt zu sein. Nehmen wir das. Das. Schmiede. Ah, billiges Metall reicht. So, Schmiede. So, da packen wir es auf diese da. Ja, nehmen wir mal das. Aber auch das billige Metall. So, das haben wir selten. Was ist denn das für eine Maschine? Maschine. Da. Das wäre die Schweißstation. Ja, um die Ratten kümmere ich mich sofort. Das ist ja eh pausiert im Planmodus. So, hier nehmen wir auch das. Nee. Weil die Maschine ist in Benutzung. Wir nehmen das und mit der Schmiede. Aber billiges Metall. So. Gut, das legen wir dann natürlich jetzt auf die zweite hier. Hier nehmen wir auch die Schmiede. Auch wieder mit dem billigen Metall. Das wäre die dritte Schmiede hier. So, Montageschritt mache ich gleich. Dann fehlt hier noch... Oh, das wäre die große Schmiede. Die haben wir noch gar nicht. Dann nehmen wir erstmal die kleine mit dem billigen Metall. Für die große Schmiede braucht man ja auch schon Metallspezialisten. Und legen das auf die hier.
So, und hier muss ich die große Schmiede haben, oder wie, oder was? Und da das Billige nehmen? Ich muss die große Schmiede haben. Alles klar. Okay. Wo soll ich die denn noch hinstellen? Schmiede, ja. Und die geht nur mit einem Metallspezialisten. Und dafür habe ich jetzt absolut keinen Platz. Da müsste ich es anbauen. Ich meine, wir haben zwar noch genug Bauplatz, aber. Okay, machen wir den später, den Bauplan. Kümmern uns um die Ratten. Wo ist es denn? So, stellen wir das mal dahin. Aber da wir wieder am Ende einer Folge sind. Sind bei 35 Minuten. Weiter mit der Rattenjagd und den Umbau für die größeren Schmiede. Jetzt kommen endlich die komplexen Arbeiten, wo wir die Spezialisten brauchen. Weiter in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da und wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao.